Wir beeilen uns für Sie, denn Zeit ist Geld. Kabeljournal Werbeagentur. Alles aus einer Hand. Pünktlich, preiswert und in guter Qualität. Kabeljournal. Wir machen nicht nur Fernsehen. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Das sind unsere Schlagzeilen zum Wochenbeginn. Spitzen-Gaudi, Skifasching in Karsfeld, Pyramidenspitzen, Ausstellung in Lößnitz und Spitzenspiel, Volleyball in Hommersdorf. Glück auf, Erzgebirge! Nicht nur mit Glück, sondern mit einer couragierten, spielstarken Leistung voller Willenskraft sind die deutschen Handballer Europameister geworden. Das Endspiel haben viele von uns vorm Fernseher verfolgt. Ganz Deutschland interessiert sich wieder für den Handball. Mit Recht, denn in kaum einer anderen Sportart geht es so packend zu. Vielleicht hilft ja die Euphorie auch den Handballmannschaften im Erzgebirge. Allen voran unserem Aushängeschild in der zweiten Bundesliga, dem EHV Aue. Und damit sind wir in der Region angekommen. Im Erzgebirge waren am Wochenende, trotz des Tauwetters an den Tagen davor, durchaus noch einige mit Schnee bedeckte Skipisten zu finden. In Karsfeld wurde der Schnee für den traditionellen Skifasching genutzt. Die Faschingszeit ist da. Beim Skifasching in Karsfeld wurde die fünfte Jahreszeit mit Strastvutje begrüßt. Den Narren die Macht, Karlsfeld feiert sibirische Nacht, war nämlich das Motto des 43. Skifaschings am Hirschkopf. Alles, was die Narren auf Skiern und anderen fahrbaren Untersätzen an Russland erinnert, rutschte zur Belustigung der Gäste den Skihang hinab. Zu sehen waren einfallsreich gestaltete und lustig anzuschauende Kostüme. Und gleich hier hat man mir gesagt. Wladimir und seine vielen Mädels, ohne geht es nicht. Unser David Stas. Bitte ausdrücken auf einen Zug. Das dauert. So, und jetzt probieren wir es. Wir werden immer schneller. Hey. Zu Nummer 8, Jens, erwarten wir Putin mit einem ganz tollen Gefährt. Zu fahren. Putin, ja. Jawohl, gut gesprungen. Organisiert wird der Karlsfelder Skifasching vom Skiclub und dem Fremdenverkehrsverein des Ortes. Auf die Piste, nackig, los! So, und jetzt. Also, furioser Start. Für Gaudi sorgte am Sonnabend auch ein Radiosender in Schlettau. RSA hatte zum Nacktrudeln auf den Marktplatz der Stadt eingeladen. Eingeteilt in 12 Teams, bestehend aus Nacktrodlerinnen und Anschieber, wurde um den großen RSA-Nacktrodelpokal gekämpft. Mehr als 4000 Schaulustige wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Schlettern, ganz klar den Lauf für sich entscheiden kann und dann kommt Piste. Nackig, los! Oh, das ist ausgeglichen. Ja, das sieht gut aus. Die Nachrichten vom Montag. Die Online-Gemeinde hat Annaberg-Buchholz zur Best Christmas City in Deutschland gewählt. Auf der Messe Christmas World in Frankfurt am Main nahm Oberbürgermeister Rolf Schmidt den Preis persönlich entgegen. Herzlich dankt der Oberbürgermeister allen, die über Jahre hinweg die Grundlagen dafür gelegt haben. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr.
Seit Jahrzehnten spielt die Gestaltung einer attraktiven Weihnachtsatmosphäre in der Stadt eine zentrale Rolle. Annaberg Buchholz wirbt mit dem Slogan »Die ganze Stadt ein Weihnachtsberg«. Dem Gesundheitszentrum am Spiegelwald der Arbeiterwohlfahrt Südsachsen in Grünhain wurde in diesen Tagen das neue Qualitätssiegel des Deutschen Müttergenesungswerkes verliehen. Es steht für die nachhaltige Qualitätssicherung bei den Mutter-Kind-Maßnahmen und Vater-Kind-Maßnahmen und gilt für 3 Jahre. Danach findet erneut eine Qualitätsprüfung der Einrichtung statt. Das Gesundheitszentrum am Spiegelwald ist bereits seit 1998 eine anerkannte Kurklinik des Müttergenesungswerkes. Im Jahr 2015 nahmen 493 Mütter, 49 Väter und 905 Kinder aus dem gesamten Bundesgebiet an einer Mutter- oder Vater-Kind-Kurmaßnahme teil. Seit Anfang dieses Jahres zählte das Gesundheitszentrum am Spiegelwald bereits 79 Kurgäste, zu denen 22 Mütter, 12 Väter und 45 Kinder gehörten. Zurzeit befinden sich Gäste aus Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, aber auch aus Berlin, Hamburg, Bremen und Bielefeld in der Kureinrichtung. Weitere Informationen zur AWO-Vorsorgeklinik finden Sie auf www.mkk-grünhain.de. In Annaberg Buchholz kommt es durch die notwendige Montage von Schneefanggittern am 2. und 3. Februar zu Verkehrseinschränkungen im Zentrum. Im unteren Teil der Wolkensteiner Straße wird dazu eine Ampel aufgestellt. Starke Wirtschaft braucht einen starken Interessenvertreter. Als solcher sieht sich der Bundesverband Mittelsächsische Wirtschaft, kurz BVMW. Beim Neujahrsempfang des BVMW Erzgebirge am 29. Januar in Schneeberg war auch Landrat Frank Vogel zu Gast. Für die Unternehmer aus Mittelsachsen, Chemnitz und dem Erzgebirge willkommener Anlass auch für die eine oder andere kritische Frage. Vogel betonte, dass die Politik zwar gute Rahmenbedingungen schaffen könne, dass aber auch eigenes Engagement gefordert sei. Oftmals kursiere die Meinung, die da oben machen das schon, doch das sei nicht richtig. Und schon gar nicht Angela Merkel. Die Verbraucherzentrale in Aue bleibt am Mittwoch, dem 3. Februar, wegen interner Weiterbildung der Mitarbeiter geschlossen. Eine telefonische Beratung ist möglich am Beratungstelefon unter der Rufnummer 0900 179 und 4x7 für 1,24 Euro aus dem deutschen Festnetz von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Zum Sport. Dem FC Erzgebirge Aue hat erneut ein 1:0 für 3 Punkte gereicht. Torschütze beim Heimspiel gegen die Zweite des VfB Stuttgart war Mario Kvesic. Er traf in der 54. Minute vom Elfmeterpunkt. Mit dem Sieg kletterten die Veilchen auf Rang 2 der Drittligatabelle. Das ist ein Aufstiegsplatz. Große Bälle sind nicht nur etwas für die Großstadt. Auch Aue hat so eine Veranstaltung, die sich noch dazu anschickt, zur Tradition zu werden. Am vergangenen Sonnabend gab es den inzwischen 6. Philharmonikerball, zu dem der Klangkörper und das Eduard-von-Winterstein-Theater ins Kulturhaus eingeladen hatten. Die Ballnacht stand 2016 unter dem Motto »Es leuchten die Sterne«. Den Auftakt vollzog natürlich die Erzgebirgische Philharmonie. Im Anschluss gab es ein Gala-Buffet, dann konnte das Tanzbein geschwungen werden. Dazu spielten die Erzgebirgische Philharmonie, die Muckefuchs-Symphoniker aus Zwickau und die Band Los Comandantes auf.
Wochenstart bedeutet bei RTV Kompakt auch immer Start einer neuen Wochenserie. Der Schnitz- und Bergverein Lößnitz lädt zu einer Pyramidenausstellung in die ehemalige Dampfbrauerei am Niedergraben in Lößnitz ein. Präsentiert werden die schönsten Lößnitzer Weihnachtspyramiden in verschiedensten Bauformen. Wir stellen in dieser Woche einige der schönsten Stücke vor. Dazu hat Bernd Puttwill sich bei den Ausstellungsmachern vom Schnitz- und Bergverein erkundigt. Wir beginnen mit einer Wurzelpyramide. Wir sagen zu dieser Pyramide Wurzelpyramide. Sie ist ein Geschenk von Irmgard Günther aus Lößnitz. Entstehungszeit um die geschätzte 1910 oder auch früher. Diese Pyramide stellt für uns eine Besonderheit dar. Sie benötigte keinen Tischler oder einen Drechsler zur Herstellung. Das Material dafür wurde aus der Natur entnommen. Mit der Fantasie des Erbauers wurde aus verwitterten Baumwurzeln eine Felswand gezaubert, aus der an den Rändern Baumstümpfe in den Himmel ragen. Am Fuße des Felsens befindet sich das Hirtenfeld. Einige Hirten zeigen nach oben, zu den himmlischen Heerscharen, wo ihnen die Botschaft von Jesu Geburt verkündet wird. Mit dem Kerzenschein und dem Lauf der Pyramide entsteht eine geheimnisvolle und verzauberte Atmosphäre, die durch die Natürlichkeit ihrer Bauweise hervorgerufen wird. Neben Pyramiden sind in der Lößnitzer Ausstellung auch Schwebeengel und die berühmten großen Lößnitzer Weihnachtsberge zu sehen. Geöffnet ist die Schau bis 14. Februar, jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 13.30 Uhr bis 18 Uhr. Von den Pyramidenspitzen kommen wir nun zu einem Spitzenspiel. Das hat Gerald Nözel für uns gesehen. Unser ausführlicher Bericht vom Sportgeschehen am Wochenende ist den Volleyballdamen aus Hommersdorf gewidmet. Im Spitzenspiel der Bezirksliga hatten die Volleyballdamen vom SV Germania Hommersdorf am vergangenen Sonnabend den Tabellenführer FSV Reichenbach in der heimischen Sporthalle zu Gast. Dieses Aufeinandertreffen Erzgebirge Vogtland wurde mit Spannung erwartet. Mit einem Sieg konnte der SV Germania Hommersdorf die Gäste von der Tabellenspitze stoßen. Germania-Trainer Thomas Kroschk ging mit einem guten Gefühl in die Partie. Die Zuschauer, die dieses Spiel verfolgten, erlebten Volleyball vom Feinsten. Ein Spiel auf Augenhöhe. Nach einigen spektakulären Ballwechseln konnten die Gäste vom FSV Reichenbach den ersten Satz mit 25:16 für sich entscheiden. Im zweiten Satz treten die Mädels von Trainer Thomas Kroschk auf und gewannen mit 25:22. Nach diesem Satzausgleich stand wieder alles offen und der Krimi um Sieg oder Niederlage ging in die nächste Runde. Im dritten Satz dieses Spitzenspieles griffen die Vogtländer-Spielerinnen erneut an und erkämpften sich nach einigen kräftezehrenden Ballwechseln den dritten Satz mit 31:29. Es stand 2:1 für die Gäste. Nach einer taktischen Teamabsprache gingen die Volleyballerinnen vom SV Germania Hommersdorf unbeeindruckt vom Punktestand in den vierten Satz. Wieder folgten sehenswerte Ballwechsel, aber auch verschenkte Punkte auf beiden Seiten. Nervenstark zeigten sich nun die Damen vom SV Germania. Im vierten Satz des Spitzenspiels konnte Hommersdorf noch zulegen und entschied den vierten Satz mit 25:17 für sich. Wieder Gleichstand 2:2. Den Zuschauern gefiel, was sie geboten bekamen, und auch die Spannung hielt im fünften und entscheidenden Satz an. Entschlossen und mit Siegeswillen ging die Mannschaft von Trainer Kroschk in den fünften Satz. Und gleich zu Beginn konnte Hommersdorf einige Punkte gut machen und hatte sich ein beruhigendes Punktepolster herausgespielt, was dann auch bis zum Sieg Bestand hatte. Nach über 2 Stunden Sieg für die Damenmannschaft vom SV Germania Hommersdorf mit 15:8. Eine Zusammenfassung des Spiels gibt der Trainer. Wir haben zwar den ersten Satz gut
wirklich verloren, wo wir eigentlich gedacht haben, wir kommen besser ins Spiel, haben aber dafür uns Wesensalz kämpferisch überzeugt, ja, ganz, ganz haben unser bestes Volleyball ins Wesensalz gespielt und haben den Satz noch gezogen, also beim 1-1, haben unglücklicherweise im dritten agiert, haben wir aus einer sicheren Führung raus verloren, das hätten wir uns eigentlich ziehen, aber dann haben wir es im vierten besser gemacht und im fünften ist es natürlich wichtig, dass wir dort von Anfang an führen und das haben wir super hingekriegt. Und da haben wir dann ganz überzeugend, ganz locker unseren Heimsieg eingefahren. Für die Spielerin Claudia Voigt war der Sieg über den FSV Reichenbach auch ein kleines Geburtstagsgeschenk. Zum runden 30. gratulierten Trainer und alle Teammitglieder vom SV Germania Hormersdorf. Zu den Veranstaltungstipps. Am kommenden Samstag lädt der Annaberg-Buchholzer Karnevalverein ABC alle interessierten Faschingsfreunde ab 19.30 Uhr in die Turnhalle an der Talstraße nach Annaberg-Buchholz ein. Mit einem neuartigen Licht-, Ton- und Veranstaltungskonzept werden die Narren des ABC ihr Publikum überraschen. Unter dem Motto, ob im Osten oder Westen, die 80er waren die Besten, lockt ein bunter und unterhaltsamer Abend. Musikalisch lädt DJ René zu einem Streifzug durch die beste Zeit ein. Ein Showprogramm eröffnet den Tanzabend und entführt die Gäste in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Am Sonntag, dem 7. Februar, startet ab 15 Uhr in der Turnhalle Talstraße der schon traditionelle Kinderfasching. Im Rahmen des ersten Lesecafés im neuen Jahr stellt Professor Gotthard B. Schicker am Freitag um 15 Uhr im Salon der Baldauf-Villa an Marienberg sein Buch Dicknischel – Erzgebirgsleute von damals und heute vor. Der Autor liest daraus etliche Passagen über solche Menschen aus dem Erzgebirge, die sich zu allen Zeiten, auch in widerlichen, mit ihrem Dicknischel durchgesetzt haben. So traditionell wie die Zwönitzer mit dem Ahrlichteln am Freitag vor dem ersten Adventswochenende die Weihnachtszeit einläuten, beenden sie sie auch am 2. Februar mit der Zwönitzer Lichtmess. So lassen sie sich am 2. Februar noch einmal Glühwein, Roster und Hirsebrei, das traditionelle Lichtmessessen, schmecken. Musikalisch begleitet genießen die Zwönitzer und ihre Gäste nochmals den Lichterschein unserer festlich geschmückten Stadt. Schlag 18 Uhr endet die Weihnachtszeit dann mit dem Ruf unseres Bürgermeisters. Licht aus! Die Weihnachtsbeleuchtung erlischt, der große Tannenbaum verliert seinen Lichterglanz und die Pyramide wird angehalten. Über die Zwönitzer Lichtmess werden wir am Mittwoch in RZTV Kompakt berichten. Dazwischen gibt es aber erst noch die Dienstagssendung. Da kommt bei uns der Chef vom Wirtschafts- und Gewerbeverein Schwarzenberg und Umgebung zu Wort, berichten wir von Dreharbeiten in Neudorf, besuchen eine Theateraufführung in Markersbach und halten viele aktuelle Nachrichten für Sie bereit. Mit einem Blick auf die Wetteraussichten darf ich mich von Ihnen verabschieden. Glück auf, sagt Ihr Carsten Blechschmidt.